Schaut an, wo wir sind. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Frankfurter, also am Frankfurter Flughafen. Und hinter uns ist das neue Terminal 3. Es befindet sich noch im Aufbau, aber es ist eine ganz interessante Sache. Wir werden heute ein bisschen durchschauen, zeigen euch, was euch dann im Terminal 3 so alles erwarten wird, wenn es dann fertig ist und wie der aktuelle Stand ist. Bin ich sehr gespannt. Das übrigens wird eine neue Bahn sein, also eine Personenbeförderungsbahn, die von Terminal 1 über Terminal 2 zum neuen Terminal 3 führen wird. Sehr kostspielig, habe ich mir sagen lassen, und wird auch dann hoffentlich zeitgleich mit dem Terminal 3 dann eröffnet. Worauf ich hier gerade stehe übrigens, ist das neue Parkdeck mit für 8500 Autos. Ich glaube, es gibt wenig größere Parkhäuser mit direktem Zugang, das finde ich auch wieder ganz cool. Parkhaus zur Bahnstation und dann geht es direkt weiter dann ins neue Terminal, also die Empfangshalle oder Departure-Bereich. Ja, wenn ihr das schon sehen könnt übrigens, da ist nämlich schon ein Bereich fertig. Das ist der Wing G oder Abflugsteig G. Der ist für Low-Cost-Airlines gedacht, für sowas wie Ryanair und so weiter. Die können alle nämlich dorthin, da gibt es auch keine Flugsteige bzw. keine Brücken. Man muss, wie man es vielleicht auch in Berlin teilweise kennt, einfach unten rauslaufen und dann zum Flugzeug und selbst einsteigen. Passend zum Low-Cost-Prinzip. Gibt es übrigens auch keine Lounge drin. Die Lounges werden alle dann da sein. Werden wir aber gleich nochmal direkt gucken. Wir gehen über einen kleinen Marktbereich, so nennt man es. Da werden ganz viele Shops sein und gucken mal, wo die Lounges dort sind. Übrigens, ich glaube nicht, dass hier Lufthansa-Lounges drin sein werden. Über 19 Millionen weitere Passagiere kann dann Terminal 3 abfertigen in der aktuellen Planung. Man kann es sogar noch mal erweitern auf 25 Millionen jährlich, was ja eigentlich recht viel ausmacht. Ne? 70 Millionen roundabout hat Terminal 1 und 2 zusammen. Also hat man da mal eben an die fast 100 Millionen Passagiere, die man abfertigen könnte, hier in Frankfurt. Ja, und die müssen natürlich auch irgendwie transportiert werden von Terminal zu Terminal oder halt müssen ihr Auto irgendwo parken. Deswegen gibt es ein riesen Parkhaus, wie gesagt 8500 Parkplätze. Und eine große Bahn. Und wie schon gesagt, also das ist der Eingangs- oder Check-in-Bereich. Kann man jetzt von der Seite ganz gut sehen. Und da, könnt ihr das da sehen, das wird die ganz große neue Sicherheitskontrolle werden. Und wenn wir Glück haben, gibt es da sogar entsprechende Geräte, die ermöglichen, dass wir gar nicht mehr auspacken müssen. Die mag ich am liebsten. Und das gucken wir uns gleich an. Das ist der, ja, wie soll man sagen, der Marktbereich, wo auch dann die Lounges sein werden. Werden wir also gleich mal genauer betrachten. Jetzt sind wir ein bisschen weiter und tiefer in der Baustelle drin. Das ist der Flugsteig J. Der ist hauptsächlich für den Non-Schengen, also internationalen Langstreckenbereich gedacht. Und deswegen ist auch hier, das ist nämlich der Zutritt zum Flugzeug. Da geht es also von da oben oder halt aus dem Mittelgeschoss, beiden ist möglich, ins Flugzeug rein. Oben wird mit Sicherheit Non-Schengen sein. Kennt ihr vielleicht schon ein bisschen aus München, ist ja ähnlich. Da ist oben oder halt auch bei dem Flugsteig Z, Terminal 1. Jetzt sind wir also quasi von da direkt ins Flugzeug rein und deswegen hat man oben auch mehr Platz. Weil oben hält man sich ja länger auf als unten, wenn man schnell aussteigen will und schnell entweder raus und oder in den nächsten Flieger will. Also interessant. Gut, weiter geht's. So, spannend. Jetzt geht's mal ein bisschen tiefer in den Flugsteig H. Und dort ist man auch schon relativ weit gefühlt. Von außen sieht es zumindest so aus. Das wird die Zukunft sein. Das ist jetzt aber, es ist schon leicht zu erkennen. Wie man sehen kann, wird das Terminal 3 im vollen Betrieb vom ganzen Flughafen aufgebaut. Das ist jetzt ja schon seit einigen Jahren so. Aber man nutzt halt die draußen die Fläche,
um die Flugzeuge abzustellen. Das habt ihr wahrscheinlich schon längst immer gesehen, wenn ihr nach Frankfurt kommt oder Frankfurt abfliegt, dass hier Flugzeuge einfach geparkt werden. Ja, zu Corona-Zeiten standen hier ein paar mehr, aber die werden tatsächlich noch benutzt. Ja, also die werden jetzt einfach nur tagsüber hier hingestellt und werden abends dann ja, benutzt, um in den Flugbetrieb zu gehen. Das ist schon interessant. Also man macht das hier tatsächlich im vollen Betrieb des Flughafens. Ja, die ersten Brücken sind schon fertig, aber noch nicht komplettiert. Aber man kann schon hier sehen, so ein bisschen das Feeling, wie man letztendlich später mal hier einsteigen wird. Also das Flugzeug steht dann immer links von der Brücke, da wird natürlich noch was angebaut werden, aber gefühlt ist es hier schon ziemlich weit vorangeschritten. So, jetzt sind wir im Verbindungsstück der verschiedenen Wings. Ich denke, jetzt ist auch hier, oh Gott, ein riesengroßer, ich glaube, hier ist der Sicherheitsbereich für später gedacht. Könnt ihr sehen, das soll er mal werden, der Sicherheitsbereich, also riesengroß. Und das Verbindungsstück, wie gesagt, vom Hauptterminal dann zu den einzelnen Wings. Also, das ist echt faszinierend. Der ganze Bereich da, von links bis nach rechts, ist die Sicherheitskontrolle. Und das sind hier, dann ist der Bereich für den Check-in. Das heißt, es erinnert mich so ein bisschen an Bangkok Suvarnabhumi. Wisst ihr, das ist eben so eine ganz große Glashalle und dann die einzelnen Check-in-Counter aufgereiht. Und dann geht es halt danach direkt in die Sicherheitskontrolle. Das ist dann der Durchgang, aber davon gibt es sicherlich noch mehr. Und dazwischen wird es dann kleine Geschäfte geben und vielleicht noch Restaurants. Ja. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Und Grundgedanke war ja letztendlich, dass man hier ganz, ganz kurze Wege schafft. Das heißt, man parkt dort oder kommt dort mit der Bahn an oder steigt dort aus dem Auto und geht hier zum Check-in. Das ist also quasi dann 50 Meter, geht dann vom Check-in in diesem Bereich zur Sicherheitskontrolle. Das sind dann nochmal 50 Meter, vielleicht sogar weniger. Und ist danach schon am Flugsteig letztendlich. Gut, aber erstmal kommen die ganze Shopping-Center, aber durch Shopping und dann zum Gate sind es vielleicht dann auch nochmal 100 Meter. Also kürzer geht fast gar nicht. Da muss ich sagen, wenn das alles fertig ist. Ich bin super gespannt. Ja, wir machen mal den Uhren und den Vergleichstest, wie schnell man hier durch ist im Vergleich zu zum Beispiel Incheon in Seoul. Da ging es auch immer schnell. Oder Narita ist auch immer relativ schnell, also asiatische Airports. Bangkok als Vergleich dauert meistens ein wenig länger. So, jetzt sind wir im Marktbereich, kann man das so nennen, also quasi wo die Shops sind und das ist, wie es jetzt aussieht. Also hier kommen überall die ganzen Shops rein, links, rechts und oben wird dann so eine Decke eingelassen, die sehr schön schimmern wird. Also habt ihr gerade auf dem Bild gesehen und da und das Tageslicht reinlässt und da oben sind dann die Lounges. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht die Lufthansa Lounge, weil Lufthansa ist angedacht, dass sie wahrscheinlich im Terminal 1 bleiben werden, weil da ist viel mehr Kapazität und man fühlt sich da ja wohl. Ich denke mal, hier werden so die fremden Airlines oder für SkyTeam, Oneworld, man weiß es nicht so, was sich noch so ergibt mit der Zeit. Ja, dann lass uns nochmal hochgehen in die, ja, zukünftige Lounge, 6200 Quadratmeter Loungefläche soll es hier geben, mit Blick auf das Vorfeld oder Blick in das Terminal hinein. Hinten könnt ihr noch mal den Flugsteig H sehen. Das ist übrigens J. H ist ja fast schon fertig. Und dann habt ihr wahrscheinlich schon die Frage gehabt, wann macht denn der Flughafen überhaupt auf? Ja, habe ich auch schon überlegt. Also man hat ja komplett durchgearbeitet, auch wegen deinem Lockdown und Corona, und möchte 2026 aufmachen. Hinter H ist der Flugsteig G, der für Low-Cost-Airlines gedacht ist. Der ist eigentlich schon fertig. Den könnte man in einem Jahr, wenn es das Go gibt, eröffnen. Das heißt, also es wäre möglich,
diesen Bereich schon 2024 zu eröffnen. So, das ist ungefähr der Zeitplan. Und eine Sache noch, die ganz, ganz wichtig ist, das ganze Bauprojekt hat Kosten von über 4 Milliarden Euro. Also man muss sich überlegen, dieses große Mammutprojekt hier, 4 Milliarden Euro aus privaten Geldern. Das ist nämlich kein von dem Staat finanziertes Bauvorhaben, sondern letztendlich alles von Fraport finanziert und aufgebaut. Finde ich eine sehr, sehr interessante Hintergrundinformation, die ich bekommen habe, die ich an euch weitergeben möchte. Genau, das stelle ich mir schon richtig gut vor, denn das sind die Fahrstühle. Das ist der Eingang zur neuen Lounge. Also man hat hier so ein kleines Foyer, damit wahrscheinlich hier so die kleinen, die Rezeption stehen. Und dann geht's da in den über 6000 Quadratmeter großen Lounge-Bereich. Hey. Und landet gerade die Air China. Heißt automatisch, man hat also immer einen tollen Blick hier aus der Lounge in Richtung der Landebahn. Ich sehe mich hier später schon im Lounge-Bereich sitzen, mit Blick über die ganzen Gates. Also wir sitzen jetzt hier zwischen J und H und ihr könnt ja sehen, später, wenn also alles fertig sein wird, kann man hier, wie gesagt, sitzen, kann auf das Vorfeld schauen und dem Regentreiben hier der Airlines und der Flugzeuge zuschauen. Ey, das ist das Erlebnis, was man eigentlich immer haben möchte am Flughafen. Das wird man also in Zukunft hier in Terminal 3 am Frankfurter Flughafen erleben. Aber es wird hier gehämmert. Wird hier auch gearbeitet, ne? Ja, das war's jetzt mittlerweile. Jetzt haben wir einmal einen ganz großen Rundgang über die Terminal 3 Baustelle gemacht. Und ich muss sagen, also mir gefällt es. Und ich bin richtig, richtig gespannt, wie es sein wird, wenn es dann fertig wird. 2026, wie gesagt, ist es fertig. Ja, und spätestens 2026. Und es war richtig spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen und das mal in so einem Zustand zu sehen. Ne? Ja, und vor allem, es ist vielversprechend, wie gesagt, Lounge, riesengroß, drei große Einheiten mit Blick auf Flugzeuge und ja, kurze Wege, all das, was Terminal 1 und 2 gerade nicht hat, da hat man in Terminal 3 gepackt und wie gesagt, verspricht sehr, sehr viel. Was denkt ihr über das Video? Gerne mal, oder über das Terminal 3, gerne mal in die Kommentare, eure Meinung, eure Fragen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.